So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Titan Quest. Volles Leben in die Katakomben von Athen, Ebene 5. Hier ist ein versperrter Gang. Geht also derzeit nur in eine andere Richtung. Na, Bogenschützen. Voll widerlich. Noch ein Bogenschütze. Warum ist das irgendwie ein Wurf? Ach ne, ist ein Wurfmesser. Verstehe. Hm, gab es auch so einen Skill. Also den, einer von den Skilltrees hat auch was mit Wurfmessern zu tun. Alter, vier Schreine. Ganz viele fallen? Nicht einer. Wundert mich aber. Bestimmt ein Skelettkönig, gegen den wir hier kämpfen werden. Wenn es schon solche Gräber sind. Wow. Eine verzierte Steintür. Geh bestimmt zu, die Tür, wa? Im Augenblick kannst du die Tür nicht öffnen. Alastor, Geister von Acheron. Acheron, Acheron. Ich kämpfe lieber gegen den weiter. Oh, der holt sich aber schön meine Energie wieder, scheinbar. Ja, da war unendlich Energie, das finde ich ekelhaft. Und ich habe keine Energie mehr. Alter, der bestellt immer wieder neue. Ist ja voll widerlich. Ich glaube, der saugt mir meine Energie mal wieder ab. Zwei Double Attacks. Sehr nice. Gönnt euch, Alter. So, wenn er sich nicht heilt, finde ich erstmal in Ordnung. Wir haben 7 Tränke gebraucht und der hat 1/3 Leben verloren. Eigentlich müsste das funktionieren. Müsste gut funktionieren. Oh. Der macht gut Schaden, ne? Die Geister von Acheron. Ach, ekelhafte Frostmagie. Wäre das keine Frostmagie, wäre das viel entspannter. Aber sie fast langsam mich halt. Gut, dass ich genug Tränke dabei habe. Die Frage ist, sind das alles große Tränke? Also reichen die aus? Oder nicht? Ich frage mich, was passiert, wenn wir sie nicht besiegen könnten. Was wäre die Alternative? Du musst ihn irgendwie besiegen. Ich würde jetzt nicht an der Stelle, wenn ich jetzt verlieren würde, einfach mal weiterfarmen. No way.
mal eine Menge Lebens. Ah, der zieht Leben ab. Ja. Oh, dieses Verlangsamen, Alter. Gib mir das auf die Eier. Geht einfach gar nicht. Also gut, vermutlich ist es einfach nur, wir müssen lange durchhalten. Das heißt, man könnte sich einfach 1000 Tränke kaufen. Und würde gewinnen. Das ist ja voll räudig, ey. Na komm, mach deine hässlichen Frostviecher noch dazu. Wow, jetzt wo ich mein Skill benutzt habe. Sonst beschwert er es immer sofort und jetzt hat er gewartet, bis ich mein Skill benutzt habe, oder wie? Auf jeden Fall noch Level abbekommen. Na komm, wo sind deine Frosties? Na, ihr beschwert immer dann, wenn alle anderen tot sind. Wenn man ja sein Eueskin nicht auf beide ballern kann, auf beide Packs von Gegnern. Bam! Schön Hieb noch, noch ein. Nice! Geil! Aber scheinbar nichts gedroppt. Phaedrus, alterner Philosoph. Geheimnisvoller Krieger. Durch die Rettung meines Lebens hast du mehr erreicht, als du weißt. Ich leite den Orden des Prometheus in Athen. Wir sind ein alter Orden, dessen Aufgabe es ist, das Reich der Menschen zu wahren. Was du gehört hast, ist wahr. Die Kraft hinter diesen Monstern ist ein mächtiges Wesen, ein niederer Titan, bekannt als ein Telkine. Die Titanen sind ein altes Göttervolk, viel älter als Zeus und seine Gefährten. Sie besaßen einst die absolute Macht. Alle Lebewesen folgten ihrer Herrschaft. Aber dann schufen die Götter die Menschen und segneten uns mit Intelligenz. Wir trotzten den Titanen bei vielen Gelegenheiten und sie beschlossen, uns zu vernichten. Die Götter hielten dagegen, da sie nicht wollten, dass ihre größte Schöpfung vernichtet wird. Ein großer Krieg brach aus. Obwohl es nach einem Sieg der Titanen aussah, unterstützten ein paar kühne Krieger und Helden die Götter. Sie verbanden die Titanen in ein niederes Reich. Wir glaubten, dass alle Telkine mit ihnen verbannt wurden. Anscheinend lagen wir falsch. Der Telkine ist nun auf dem Weg nach Knossos auf der Insel Kreta. Wir fürchten, dass er die Zerstörung eines heiligen Artefaktes plant, welches wir seit Jahrhunderten bewachen. Über dieses Artefakt halten wir Kontakt zum göttlichen Reich. Wenn es zerstört wird, müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Du musst ihn aufhalten. Gehe zum Hafen hier in Athen. Dort findest du einen Boten unseres Ordens, der eine Überfahrt nach Kreta für dich organisiert. Beeil dich. Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Ach, schon wieder. Belohnung, Schützen, Halskette der Ausdauer, 5000 Erfahrungen. Na, wunderbar. Warum müssen wir immer so viel quatschen? Nehmen wir uns erstmal unsere Belohnung natürlich mit. Grüne Items. Ha, er sagt nicht, ich kann nicht noch mehr tragen. Sehr nice. Was haben wir denn hier Schönes? Ne, habe ich ausgetauscht. Helm hatte ich ausgetauscht. Das ist Müll. Brauche ich Stufe 18 für. Spielstufe 25. 25? Ich bin Level 17, Freunde. 17! Wow. Was für nutzlose Items. Was für ultra nutzlose Items. Aber wir haben ein bisschen Level ab. Tja, 12 Punkte bräuchte ich dafür noch.
Wir packen mal 2 rein und nehmen mal jede Runde. Jedes Level 2. Und einmal das hier haben wir das auch schon mal maximiert. Plus 50% physischer Schaden. Ach, es gibt so viele Skills. Und jetzt habe ich wieder kriegt echt nur noch 2 Punkte. Ist ja voll assi. Der Hafen von Athen. Du Freund oder Feind? Ist hier überhaupt was? Sie sind definitiv nicht meine Freunde. Nach Knossos. Ach, geh weg mit deinem Gift. Du Schänderin. Sieht noch aus, ob ich hier lang muss, oder? Oh, weiß ich nicht so richtig. Aber hier ist der Hafen, ne? Ja. Gut, dann nochmal kurz zurück. Kann mich hier eigentlich noch in den Optionen was einstellen? Kampftext? Allen? Alles? Geht's hier irgendwo alles? Allen Schaden? Spielgeschwindigkeit? Nur Kritschreffer fand ich auch doof. Ist irgendwie so langweilig. Oh, wobei. Naja, was soll's, wa? Oh, was haben wir unten noch? Nischt. Immer noch hinter den Mauern von Athen. Wenn man jetzt scrollen würde, würde man bestimmt irgendwann hier wieder in Athen ankommen, oder? Achso, jetzt hat sich Ende. Guck mal, das ist ein Iglu. Ein Iglu hier in Athen. Sehr witzig. Na gut, dann geht's auf zum Schiff. Auf nach Akt 2. Auf nach Knossos. Nach Kreta. Bisschen Urlaub machen. Ich geh erstmal gucken. Was hier sonst noch so gibt, haben wir aber nichts. Na gut. Phaedros hat dich geschickt? Du bist die Person, die er nach Knossos schickt? Unglaublich. Ich bin der prometheanische Bote, von dem er sprach. Phaedros weiß, was die Terkine meiner Familie und meinem Dorf angetan haben, und doch lässt er mich nicht Rache nehmen. Stattdessen schickt er dich, während er mich zu einem Auftrag im Osten entsendet. Ich bin gebunden, seinen Befehlen zu folgen. Ich hoffe, dass Phaedros weiß, was er tut. Ich schätze, ich wünsche dir Glück. Den Terkine werde ich so oder so tot sehen. Ich bringe dich zu deinem Schiff. Isachidas, Schiffskapitän. Ich komme sicherlich wieder zurück nach Athen oder Akt 1. Das wird sicherlich möglich sein. Sagen wir mal. Na, ihr wisst schon. Dunkel, staubig. Heraklion. Eine kleine Stadt. Tatsächlich. Wir werden gleich freundlich empfangen. Mein Laden ist nur noch ein Schatten seines ehemaligen Ruhmes. Schade. Es sind schwere Zeiten angebrochen. Aber kann ich dir vielleicht trotzdem helfen? Mal schauen, was du so hast. 26 bis 32 Schaden. Ich finde den Lebensentzug so schön. Ja, das Ding kannst du eigentlich in die Sonne treten, ey. Viel Glück. Hallo. Oh. Manu, wo ist dein Lebensentzug? Ich will den haben. Ja, langsam schon angezogen, finde ich doof. Finde ich nicht so gut.
Auf Wiedersehen. Die Biester haben Klauen und Zähne, aber du hast Feuer. Du kannst Blitze werfen wie Zeus. Und ich kann dir Sachen verkaufen. Aha. Beehre mich bald wieder. Willkommen, Fremder. Es ist nicht alles gut hier in Knossos. Letzte Nacht kam hier etwas vorbei. Wir spürten es, konnten es aber nicht sehen. Und jetzt ist alles in Chaos verfallen. Schreckliche Kreaturen sind erschienen. Der Boden erzitterte und ein böser Nebel ist vom Meer her aufgezogen. Viele von uns sind auf mysteriöse Weise erkrankt. Und Xanthippus, unser Heiler, ist oben in den Hügeln. Seit 2 Tagen hat ihn niemand gesehen. Was gibt's dafür? Was gibt's dafür? Tränke. Naja. Na, guten Tag! Bis dann! Vor langer Zeit raubte der grausame Tyrann Leucus den Thron von Knossos. Seine blutige Herrschaft fand jedoch ein Ende, als ein Diener ihn vergiftete. Es gibt Geschichten darüber, dass sein Skelett aus dem Grab auferstehen würde, das bei Tritons Kamm liegt. Der untote Tyrann! Karawanenstauplatz! Komm ruhig wieder! Na, gerne doch. So, was haben wir da noch? Erstmal das Portal. Ah ja, das war's. Das Portal. Griechenland. Ach, das ist sogar hier noch. Ah ja. Das ist noch gar nicht das andere. Was ich hier ganz gerne mal machen würde. Falsche Schublade. Wir haben noch Schattenmaul zu töten. Müssen wir nach Ambrosos. Ich glaube, das war kurz nach Megara gewesen, oder? Auch vor Delphi? Also bevor wir weitermachen, wir ganz kurz mal uns diese Monster stellen. Weil hier war erstmal das Ding gewesen. Der Sumpf. Da ist Ambrosos. Ich glaube, es ist sinnvoller, von Delphi zurückzulaufen und hier oben hin. Das war da mal ganz fix hinrennen. Und uns dieses Monster schnappen. Das stärkste Monster ist jetzt, ja, Geißel von Acheron. Der Typ war schon sehr stark. Ja, leider müssen wir das hinlatschen. Dann kann ich jetzt leider nichts ändern. Wir können natürlich allerdings die Spielgeschwindigkeit auf sehr schnell ändern. Und da ein bisschen schneller hinlaufen. Das ist möglich. Wir ignorieren sie einfach mal. Dass wir da hinlaufen müssen. Als kleine Notlösung. Oh. Gut Schaden gemacht. Was haben wir da? Ein Regenerationsschrein. Ich muss unten lang. Ne, hier oben. Über die Brücke. Das Auge, das sieht so einen Schweif hinter sich her bei mir. Lul. So, ekelhafte Schildkröten, ich ignoriere euch mal. Einmal hier hoch. Kann ich mal alles killen, was hier noch übrig bleibt, was hinter mir ist. Da kann man sich auch sehr viel Zeit sparen. Oh, reines Gewitter, sehr schön. So. Auf geht's zu Schattenmaul. Mal gucken, ob wir ihn killen können. Wäre sonst echt peinlich, wenn nicht.
Ich glaube, der war auf der rechten Seite, ne? Bringen wir auch noch Erfahrung? Zumindest doch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen bringen wir noch. Naja, gut, nehmen wir noch die Truhe mit, warum nicht? Immerhin bringt ziemlich viel Erfahrung dafür, dass es einfach nutzlose Kreaturen sind. Mal kurz hier was mitgenommen. Bisschen Müll mitgenommen. Auf geht's rüber zu ihm. Der ist Level 19, 16. Alter. Dann wird kein Mana mehr. Ah, und ich bin tot! Ah! Ich kam immer noch nicht gegen den an. Alter, der zerstört mich ja komplett. Na gut, dann halt erstmal immer noch nicht. Ich hätte ja gedacht, wir wären mal irgendwie ansatzweise stark, aber... Oh. Ich habe mich getäuscht. Da ist wahrscheinlich auch nichts, ne? Naja, da müssen wir es nochmal versuchen, wenn wir irgendwann ein bisschen stärker sind. Aber der hat ja keine Energie mehr. Wahrscheinlich, ja, wobei er macht 400 Schaden mit einem normalen Attack. Der braucht seine Zauber gar nicht. Das ist natürlich schon böse. Sehr, sehr böse. Na, Level 16 war der gewesen. Ich bin Level 17. Naja. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir eine kleine Pause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal da wieder von Titan Quest. Bis dahin. Ciao, ciao.